Der Maiswinzler ist eigentlich nur ein kleiner Falter, aber er bereitet den Landwirten doch von Jahr zu Jahr mehr Kopfschmerzen. Und zwar bohrt sich die Larve von oben durch den Stängel im Stängelmark nach unten und kann somit die ganze Ernte bedrohen. Oder er überwintert sogar in den verbleibenden Stoppeln auf dem Acker und das führt dazu, dass dann im nächsten Jahr der Schaden noch deutlich größer sein kann. Bisher gibt es in Deutschland sowohl biologische als auch chemische Methoden, mit denen man den Maiswinzler bekämpfen kann. Aber eine vollständig insektizidfreie Bekämpfung gibt es derzeit in Deutschland nicht. Der Stalkbuster ist eine in den Mähvorsatz integrierte Technik, die es möglich macht, die Stoppeln zu zerschlagen, bevor der Feldhäcksler oder die Abfuhrgespanne sie überrollen. Und dadurch gelingt es, den Nistplatz der Raupen zu zerstören und den Schädlingsdruck deutlich zu minimieren. Jede Stalkbuster-Einheit besteht aus einem Schwenkgetriebe, welches in den Hauptrahmen unseres Mähvorsatzes verbaut worden ist. Durch das Schwenkgetriebe kann sich jede Stalkbuster-Einheit unabhängig voneinander bewegen. Der besondere Anstellwinkel und die hohe Rotation eines jeden Schlägers führen dazu, dass jede Stoppel erfasst und völlig zerstört wird. Die Goldmedaille ist ein Ansporn für Camper und das gesamte Team, den Stalkbuster weiterzuentwickeln und auch künftig neue Innovationen auf den Markt zu bringen. Das ist das Schöne heutzutage, dass es immer noch gelingt, neue technische Lösungen zu entwickeln, die es ermöglichen, die Landwirtschaft im Einklang mit der Natur zu betreiben. Stalkbuster Camper. Developed jointly with John Deere.